Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neum in die Brunnen, unserer Alpenmap, und ich stehe hier vor unserem Schweinestall. Wir sind in einem neuen Monat, ich habe wieder ein bisschen vorgespult, wir sind im Juni und es gibt wieder einiges zu tun hier auf dem Hof, und ich zeige euch aber mal, was ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen verändert habe. Hier zum Beispiel am Hof habe ich jetzt gekauft diese Pumpstation, die haben wir auch schon auf der Galgenberg. Da werde ich auch noch zwei, drei Worte dazu verlieren. Und ich habe mir gedacht, die werden wir hier reinbauen. Die passt hier eigentlich relativ schön rein in die Ecke. Und dann können wir damit nämlich unsere Gewächshäuser und, das habe ich nämlich dann auch gesehen, nämlich unsere Milchproduktion. Da gibt es ja Optionen, nämlich auf Soja- und Haferdrink. Und da brauchen wir ja Wasser dazu. Also da wird jetzt auch schon das Wasser rüber transportiert. Aber soweit sind wir natürlich nicht, denn wir brauchen definitiv entweder Zucker oder wir brauchen die Ölmühle, damit wir aus den Sonnenblumen, und da haben wir ja zwei Felder angesät, eventuell dann zusammen mit Hafer, was wir aber im Moment noch gar nicht angebaut haben, dann irgendwann mal eventuell einen Haferdrink machen können. Ansonsten läuft das Wasser jetzt hier direkt in das Gewächshaus. Hat den einfachen Grund, ich habe ja mittlerweile das Wasserfass nach oben mitgenommen zu unserem Alpenhof, beziehungsweise zu unserem Berghof, und da werden wir jetzt dann auch gleich hinfahren, denn ich muss jetzt gerade mal überlesen. Denn da haben wir ja auch ein bisschen noch was zu tun, nämlich wir sind im neuen Monat und das heißt, wir werden jetzt da oben wieder in den Grasschnitt gehen und mal was Neues ausprobieren, denn das eine oder andere hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. So, denn wir werden mitnehmen auf jeden Fall mal hier diesen Schwader. Denn den Schwader, den ich ursprünglich mit hochgenommen habe, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat gar nicht funktioniert. Dann haben wir ja hier diese Wickelmaschine, die ich eigentlich extra für den Berghof gekauft habe. Und ich sehe jetzt gerade noch, dass wir hier ja auch noch einen Wender haben. Und da muss ich mir auch mal überlegen, wie wir das Ganze jetzt hier bewerkstelligen. So. Aber Mähwerk und Wender haben wir oben. Da will ich dann eine kleine Kombi machen. Und mit ihm hier bringen wir jetzt erstmal den Schwader hoch. Denn hier unten brauchen wir das Gerät jetzt erstmal nicht. Aber ich glaube, wir können es oben am Berghof gut gebrauchen. Servus, Charlie! So, dann fahren wir mal hier rum und wir werden jetzt eine kleine andere Strecke fahren, wo ich dann auch mal testen will und sehen will, ob wir dann da besser hochkommen. Denn wenn wir hinten rumfahren über diesen Feldweg, dann tun sich ja die Traktoren sehr, sehr schwer. Teilweise sogar mit 200 PS kommen sie da kaum den Berg hoch. Deswegen bleiben wir jetzt einfach mal hier auf der Straße und fahren wirklich die Straße hoch zum Berghof. So, ich wollte noch das Thema Galgenberg kurz ansprechen, denn der Freitagsstream ist ja ausgefallen. Ich habe es in die Community geschrieben, denn wir hatten ja beim Dienstagsstream am Ende, lustigerweise oder zum Glück, ist mir der LS abgestürzt. Und ich habe ja dann anschließend nochmal versucht, oder ich habe dann tatsächlich dann nochmal das ganze Maisfeld gehäckselt. Aber es ist mir dann gleich nochmal zweimal abgestürzt. Und dann habe ich es erstmal sein lassen. Und dann habe ich versucht, hier den Fehler zu finden, woran es lag. Und ich hatte schon die Vermutung, dass es natürlich an einem Mod liegen müsste. Und ich kann jetzt Entwarnung geben, der Dienstagstream wird höchstwahrscheinlich stattfinden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir werden jetzt hier nicht links fahren, sondern wir bleiben jetzt mal auf der Straße. Ist ein kleiner Umweg, aber wir schauen mal, wie wir dann da zurechtkommen. Um auf die Galgenberg zurückzukommen, wir werden am Dienstag wieder streamen, denn ich habe, denke ich, den Verursacher der Abstürze gefunden. Also ich hatte 8 oder 10 Abstürze noch. Das war echt ein Mods-Drama. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Ne, wir sind ja noch nicht unter dem unter der Unterführung durch. Und ich denke, ich habe es gefunden und habe dann nochmal ein Stück weitergearbeitet. Und wir werden dann natürlich jetzt, beziehungsweise ich will dann ein bisschen die Wintermonate schnell überspringen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall Dienstagabend 20.30 Uhr sollte es dann jetzt wieder einen Stream geben von der Galgenberg. Und dann werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen das Thema Schellenberg beleuchten. So, 24 km/h. Hier kommt da eigentlich relativ gut die Steigung hoch. Ja, ich vermute halt doch, dass es hier am Asphalt liegt oder dass er hier einfach besseren Grip hat. 32 km/h, also die kommen hier einfach besser hoch.
So, wir sind am Berghof angekommen und hier gab es auch einige kleinere Veränderungen, denn, surprise, surprise, ich habe das Rätsel um den Mist gelöst. Und ich bin auch wirklich ein Dummerle. Ich muss auch sagen, ich hatte diesen Hof, diesen Kuhstall meine ich, diesen Kuhstall hatte ich auch schon auf unserem Big Farm Projekt, nämlich auf der Neubartelshagen. Und ich habe überlegt und überlegt und guck hier auch rein und er zeigt mir an, Mist, 3540. Und dann ist es mir, ja, wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Ja, logisch. Hier. So, da geht die Tür auf und hier liegt der Mist. Wusste ich doch noch, dass wir den hier rausgeschaufelt haben. Also, wir brauchen keine Mistplatte für diesen Hof, beziehungsweise für diesen Kuhstall. Und deswegen habe ich auch in der Zwischenzeit hier den Misthaufen hier, den Mistsilo, habe ich entfernt. Das ist jetzt ein normales Durchfahr, beziehungsweise, Kopfsilo, na, wie heißt es jetzt wieder? Keilsilo. Und da werden wir dann unser Häckselgut einfüllen, wenn wir denn nämlich Häckselgut machen. Denn mit diesem bin ich jetzt auch nicht ganz so zufrieden. Wir haben zwar jetzt hier, ja, der ist fast fertig. Wir können hier die Silage abnehmen. Aber ich denke, wir werden hier irgendetwas anderes machen. Entweder eine kleine, ja, einen Unterstand oder wir werden hier Parkplätze machen, eben für Geräte. Denn wir haben hier oben jetzt schon einiges an Geräten. Zum Beispiel eben hier diesen Anhänger, dann natürlich den Futtermischer, den Wassertank, den wir brauchen. Denn die Wasserentnahmestelle schickt auf jeden Fall, so wie ich gesehen habe, kein Wasser hier hoch. Also da müssen wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen arbeiten. So, aber dafür ist dieses Keilsilo nicht so breit. Das heißt, da haben wir jetzt hier einen Parkplatz, eine Stellfläche und so passt das dann ganz gut. Und jetzt legen wir mal los, denn lass mich mal kurz schauen. Ja, wir haben nämlich hier die zweite Wachstumsstufe. Und dann können wir nämlich hier unseren Kollegen durchschießen. Ja, woran sieht man es? Das Gras bewegt sich, wenn wir drüber laufen. Das ist die zweite Wachstumsstufe. Hier ist auch... Ah ne, hier ist im Wachstum. Okay, alles klar. Na, logisch, wir haben es ja geerntet. Und das heißt, wir werden jetzt hier anfangen, auf jeden Fall zu mähen. Und wir werden auf jeden Fall mal probieren, gleich mal Heu zu machen. Und zwar mit der Kombi. Das heißt, wir können... den Wender hier hinten dranhängen. So. Ich hoffe, das reicht dann von der PS-Zahl. Na, was ist? Ja, ist alles ein bisschen eng hier. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht doch die Hütte austauschen. Aber für das Kleingerät geht's eigentlich. So, und dann machen wir hier nämlich das Schneidwerk dran. Und ich hoffe, dass die Kombi funktioniert. So, wie ich mir das denke. Und dann schicken wir den nämlich erstmal auf Reisen. Dann sollte er mal anfangen, hier zu nähen. Ja, auf jeden Fall kommt er gut im Berg hoch. So, vorne ausklappen. Wir werden jetzt mal am Anfang noch nicht Heu machen, sondern wir werden noch mal ein bisschen Gras machen, weil ich will auf jeden Fall den Silagebunker ausprobieren. So, und dann werden wir hier mal arbeiten. Sehr schön. Und ich denke, wir werden noch mal manuell auch zurückfahren, denn wir haben ja hier einen kleinen... Schlenzer drin. Ja, ist ein bisschen blöd hier selbst zu fahren, weil wir ja hier Fruchtzerstörung haben. Das Gras geht ja kaputt, wenn wir drüber fahren. Sodele. Stopp. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Ja, dann müssen wir selbst fahren. Hilft nichts. Hinten nochmal einklappen, bitte.
Ja, aber der fegt hier richtig flott übers Feld mit 22 km/h. So, jetzt machen wir doch Folgendes. Lassen wir den erst nochmal hier liegen. So. Denn wir wollen ja auf jeden Fall... So, Dille, hier mit ihm nochmal antesten, ob das hier mit dem Bunker jetzt funktioniert. Und ob wir da wirklich die Zwillingsbereifung drauf lassen, da bin ich auch ein bisschen am Überlegen, ein bisschen skeptisch. Weil da haben wir nämlich dann immer ein bisschen Probleme, wenn wir hier durchfahren. So. Also ich kann mich noch nicht so 100%, muss ich sagen, mit den Geräten hier aus dem Heu & Forage Paket hier anfreunden. Aber, naja, wir werden mal schauen. Ja, ich habe mal spaßeshalber gedacht, ich lasse mal den Helfer, ob das funktioniert. So, er macht den Job richtig gut, das passt soweit. Jetzt bin ich auch mal gespannt, weil jetzt haben wir ja volle Wachstumsstufe, wie voll jetzt hier der Ladewagen wird. So, das passt, glaube ich, relativ gut. Oder liegt da noch was? Sehr schön. Ja, da haben wir jetzt eine richtig schöne große Wiese hier am Berg. Und wir haben ja auf der anderen Seite des Tals am Berg ja noch so eine Fläche, wo wir einen Hof bauen können. Das ist dann so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber da würde ich dann fast genau dasselbe machen wollen. So, jetzt sind wir zweimal hin, also einmal hin und einmal zurück und haben gerade mal 40%. Ja, man sieht es auch, ne? Also er zeigt ja auch nur an, Augenblick. Wo zeigt er es denn an? Ah ja, wir haben ja, also ich habe den Verdacht und ich habe das ja schon mal erzählt, dass wir hier dieses Feld eventuell komplett mulchen müssen. Erwarteter Ertrag 64%, weil er zeigt uns ja auch nichts an hier bezüglich Düngen und Ähnlichem. Und das haben wir ja gemacht und da ist, finde ich, dass der Ertrag doch ein bisschen bescheiden ist. Naja, wir warten es mal ab, denn man sieht es ja auf der Karte. Stopp mal, wo sieht man es denn nochmal? Man hat doch dann, wie war denn das? Irgendwo hat man es gesehen, ich glaube auf der Karte. Jetzt sieht man hier die schwarzen Flecke und die hellen Flecke. Das dürften ja die Bodenwerte sein, also schluffiger Ton und Lehm. Und wir sehen überall diese Löcher. Das sind meistens die Felder, wo ich die Baumstümpfe weggefräst habe und dann halt eben klar in den Boden gekommen bin. Und da zeigt er dann eben auch diese Bodenwerte an. Auf der anderen Seite bewegt sich hier ja was. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir hier 43 und jetzt sind wir ja mittlerweile bei 81. Also es tut sich was. Ich bin da, wie gesagt, noch ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß es nicht genau. Wenn es wirklich blöd läuft, dann müssen wir tatsächlich das ganz... Oh, jetzt ist er tatsächlich... Oh, aha, interessant, interessant. Gerade hoch und wieder runter. Was haben wir denn in Summe? 10%. Okay. Also soll heißen, ich bin da zwiegespalten, ob wir vielleicht, wenn es blöd läuft, das ganze Feld mulchen müssen, dass dann hier doch ordentliche Sachen angezeigt werden. So, erstmal wieder runterlassen. Weil ansonsten bietet es sich halt dann doch an, dass wir halt mit dem Schwader drüber gehen und dann halt doch erstmal eine vernünftige Schwad machen, bevor wir hier mit dem Kollegen hier mehrmals hin und her fahren. Weil ich glaube, da ist dann doch ein bisschen das Feld zu groß. Aber das werden wir ja dann gleich antesten. So, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Den hier übernehme ich wieder, weil jetzt machen wir nämlich mit dem Wender. Oh, ist uns da gerade das Reh ins Mähwerk gelaufen. So, Dele. Wo ist es denn? So, komm, 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 komm. Zack. So, dann soll er das nämlich gleich wenden. Dann kriegen wir das nämlich in einem Durchgang hin.
Sauber, 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 sauber. Also so wird natürlich ein Strick draus, beziehungsweise ein Schuh. Denn so haben wir tatsächlich jetzt einen Arbeitsgang weniger. Jo, sehr schön. Und dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Schwader drüber. Und dann haben wir das Thema, machen wir Ballen oder machen wir keine Ballen? Aber die Frage ist wirklich, kriegen wir das Feld jetzt irgendwie auf bessere Werte hoch, wenn wir es düngen? Weil wie gesagt, der Ertrag ist jetzt hier sehr bescheiden. Ja, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, weil der ist doch relativ schmal und nicht, dass wir die Hälfte der Schwad liegen lassen. Okay, 88%. %96, also der wird jetzt voll. Sehr schön. Dann bringen wir das Ganze jetzt mal zurück. Aber was macht der Kollege hier? Ah, der lässt ja immer einen Streifen stehen. Ich vermute, weil der orientiert sich. Ja, das ist natürlich auch nichts. Ja, da ist der hinten zu breit. Das ist natürlich auch nichts. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hm. Ja, weil dann können wir natürlich mit dem großen Bänder drüber fahren, weil wir, wenn wir dann nochmal drüber fahren müssen. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind hier ein bisschen am Testen. So, dann also weiter im Konzept. Und jetzt testen wir einfach mal an, ob wir in den Bunker, in den Keilsilo auch wirklich hier das Material reinkriegen. Und wie wir das hier mit dem hier reinkriegen. Ja, gut sehen tun wir da nichts. Weil ihr seht es ein bisschen hier, da hat es ja irgendwie das Ding ein bisschen schräg reingenommen und hier ist der Schotter von der Straße drin. Also ich hoffe, dass das jetzt keine Probleme gibt. Ich hoffe, dass das nur optisch ist. So. Toll. Was heißt denn das jetzt? Ah, interessant. Wir haben tatsächlich das Problem. Hier kann ich jetzt abladen. Aber hier kann ich anscheinend nicht abladen. 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 Abladen geht. Hier abladen. Komisch. Wieso konnte ich denn gerade eben nicht abladen? Doch, geht doch. Also dieser Berghof steckt voller Überraschungen. Aha, jetzt geht's wieder nicht. Merkwürdig.
So, wir fahren mal nicht so weit nach vorne. Ah, jetzt geht's wieder nicht. Ach, das kann sein, dass ich zu weit hinten bin. Okay. So, dann holen wir noch mal den Rest rein. Wir einfach noch mal eine Wagenladung rein. Sehr schön. Aber jetzt sehe ich auch gerade, wir sind wieder mal bei 20 Minuten angelangt. Freunde, das soll es dann für die heutige Folge gewesen sein. Wir haben wieder mal ein bisschen was gelernt. Und zwar, dass wir mit dem Schwader-Kombi, mit unserem Meh-Schwader-Kombi, mit dem Wender und dem Meh-Kombi leider nicht ganz so zurechtkommen, wie ich mir das erhofft hatte. Okay, wir werden hier weitermachen auf der Wiese, hier auf unserer Bergwiese im Projekt Alpenmap. So. Die neue Mini-Brunnen unserer Alpenmap. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier sauber hinkriege. Auf der anderen Seite. So, so passt das. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier wieder bei uns auf der Alpenmap. Dankeschön.